Die SPD mit Anke Rehlinger an der Spitze hat bei der Landtagswahl im Saarland die absolute Mehrheit erreicht und will damit alleine regieren. Das kündigte die bisherige Wirtschaftsministerin im ARD-Morgenmagazin an. Bei der Wahl hatte die SPD nach mehr als 2 Jahrzehnten die CDU als stärkste Kraft abgelöst. Laut vorläufigem Endergebnis stürzen die Christdemokraten ab auf 28,5%. Die SPD erreicht 43,5%. Die AfD kommt auf 5,7%. Alle anderen Parteien verfehlten den Einzug in den Landtag. Grenzenloser Jubel bei der SPD. Die guten Umfragewerte sogar noch übertroffen. Spitzenkandidatin Anke Rehlinger wird neue Ministerpräsidentin im Saarland. Die Saar-SPD hat den Auftrag bekommen, die nächste Landesregierung anzuführen. Das ist der Auftrag für die Saar-SPD. Es ist der Auftrag, den ich persönlich annehme. Und ich will sagen, dass ich gerne die Ehre haben werde, Ministerpräsidentin für euch, für die Saarländerinnen und Saarländer zu werden. Enttäuschung dagegen bei der CDU. Die Partei war seit 1999 im Saarland an der Macht. Jetzt ist sie regelrecht abgestürzt. Spitzenkandidat Tobias Hans kämpft mit den Tränen. Wir alle hätten uns gewünscht, dass das besser wird. Wir alle haben dafür gekämpft. Und ich sehe hier nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Saal ganz viele Freundinnen und Freunde, die mir unglaublich viel Kraft gegeben haben in den letzten Monaten. Lange Gesichter auch bei der Linken. Die Partei, die einst mit Oskar Lafontaine große Erfolge im Saarland feiern konnte, fliegt krachend aus dem Landtag. Lafontaines Parteiaustritt und heftiger interner Streit haben der Saarlinken massiv geschadet. Es ist uns natürlich nicht gelungen, auch das ist klar, die Differenzen, die Auseinandersetzungen so beizulegen, um die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. So ehrlich muss man immer sein. Linke, AfD und auch Grüne im Saarland bekämpften vor allem sich selbst statt den politischen Gegner. Der AfD gelingt es trotzdem, erneut in den Landtag einzuziehen. Die Grünen dagegen freuen sich zu früh. Am Ende scheitern sie knapp an der 5%-Hürde. Auch die FDP schafft den Sprung nicht. Die kleinen Parteien haben es im Saarland von jeher schwer. Ich glaube, die Fokussierung der letzten Wochen auf die Frage, wer Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin dieses Landes wird, hat natürlich den Wahlkampf sehr deutlich überdeckt und hat es natürlich für alle kleinen Parteien sehr schwer gemacht. Die Gewinnerin des Abends heißt Anke Rehlinger. Sie hat für die SPD die absolute Mehrheit im Saarland errungen. Seit 2017 hat es bei Landtagswahlen keinen Machtwechsel mehr gegeben. Ganze 13 Mal in Folge konnte die jeweils regierende Partei auch nach der Wahl im Amt bleiben. Bis gestern. Nach gut 22 Jahren an der Macht ist die CDU von der SPD abgelöst worden. Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio in Saarbrücken. Wo sind die Gründe dafür zu suchen? Ja, das ist schon eine sehr regionale Entwicklung im Saarland. Aber ein Wert über 40% ist für die SPD in der Tat etwas, was sie lange nicht feiern konnte. Deshalb vielleicht zunächst der Blick einfach auf die Karte der Landtagswahlergebnisse für die SPD in den letzten 5 Jahren. 43,5. Selbst im Norden, in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, ist die 40%-Marke bisher nicht erreicht worden. Und ein ganz wesentlicher Grund dafür ist die Dame links, Anke Rehlinger, seit 10 Jahren Ministerin im Saarland, Spitzenkandidatin bei dieser Wahl, die anders als ihr Gegner den Amtsbonus als Ministerin voll ausgespielt hat. Wir messen bei der Wahl immer den sogenannten Kandidatenfaktor. Das ist der Anteil der Wählerinnen und Wähler einer Partei, die angeben, wegen der Spitzenkandidatin die Partei gewählt zu haben. 49 ist einer der besten Kandidatenfaktoren in der Geschichte der Landtagswahlen, in denen wir das beobachten. Nur Ole von Beust in Hamburg, Henning Scherf in Bremen, Manuela Dreyer in Rheinland-Pfalz und einst, ganz lange her, Gregor Gysi in Berlin war besser. Das ist der eine Aspekt, die Zugkraft der Person Anke Rehlinger, die übrigens vor allem bei den alten Wählerinnen und Wählern wirkt. 14 Punkte Zugewinn durchschnittlich für die SPD, über 20 Punkte bei den über 70-Jährigen, 18 Punkte bei den 16- bis 69-Jährigen. Das war bei der Bundestagswahl mit Olaf Scholz schon ähnlich, der vor allem Ältere überzeugen konnte und hat im Saarland, dem ältesten westlichen Bundesland von der Bevölkerungsstruktur her, eine ganz besondere Bedeutung. Der Wahlsieg der SPD ist aber nicht zu erklären ohne die Schwäche der Saar-CDU,
das wichtigste Thema für die Menschen hier sind und waren Arbeitsplätze, die Lage der örtlichen Wirtschaft. Das ist eigentlich ein Kompetenzthema, bei dem die CDU immer punkten kann. Wir haben gefragt, welcher Partei trauen Sie denn am ehesten zu, die Wirtschaft voranzubringen? Und die SPD kommt auf 40%, kann 9 Punkte zulegen. Spannender ist aber der Wert für die CDU. Die halbiert sich in der Wirtschaftskompetenz, von 50 auf 25 gefallen. Einer der schlechtesten Kompetenzwerte, die wir für die CDU in diesem Bereich gemessen haben. Und somit ist dieser Sieg der SPD eben auch die Niederlage der Union und hat weniger mit inhaltlichen Fragen als eben wirklich mit der glänzenden Spitzenkandidatin zu tun. Die CDU hat bei der Wahl im Saarland das zweitschlechteste Ergebnis in dem Bundesland erzielt. Wie ist das zu erklären? Ja, keinerlei Zugkraft erkennbar nirgends. Wenn man sich die Wählerwanderung für die CDU anguckt, dann wird es deutlich. Dann hat man eine Ahnung, was da passiert ist. Denn es gibt wirklich nur Abströme in alle Richtungen. Hauptsächlich zur CDU, da gehen die meisten weg, über 30.000. Aber knapp 20.000 bleiben einfach zu Hause, weil ihnen die Partei nicht attraktiv genug ist. Zur FDP, zu den Grünen gibt es etwas Abstrom. Also die Saarländerinnen und Saarländer haben einfach Gründe gesucht, die Union zu wählen, und haben sie ganz offensichtlich nicht gefunden. Ich habe gerade das Thema Wirtschaftskompetenz im Vergleich zur SPD schon gezeigt. Ich will das noch mal einordnen, weil es sich bundesweit im Moment als Schwäche der CDU darstellt. Also nur 25% im Saarland. Die Union erreicht oft 50, 60, manchmal sogar über 70% in dieser Kategorie. Und bei den Wahlen, die wir im September hatten, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Bundestagswahl, sind es ebenfalls extrem niedrige Werte. Dass sich daran nichts geändert hat, obwohl der neue Vorsitzende Friedrich Merz ja als Wirtschaftsexperte gilt, ist zumindest bemerkenswert, wirft aber ein Licht auf die Frage, was hat denn die bundespolitische Entwicklung, die Neuaufstellung der Union für Folgen gehabt? Ich habe es schon gesagt, ein schwacher Spitzenkandidat hier im Saarland, nur 45% zufrieden mit Tobias Hans. Aber der Blick auf den neuen Bundesvorsitzenden ist noch schwächer, nur 38% zufrieden. Und wenn man den Absturz der CDU erklären will, hilft es, 5 Jahre zurückzublicken. Annegret Kramp-Karrenbauer war eine sehr geschätzte Ministerpräsidentin, 76% Zufriedenheit damals, aber sie hatte eben auch den Rückenwind von Angela Merkel. 58% ist kein Topwert, aber eben doch eine andere Kategorie als der Vorsitzende Merz heute. Wir haben auch konkreter nachgefragt, wie die Saarländerinnen und Saarländer die Neuaufstellung der Union einschätzen. 43% sagen, sie hat mit Friedrich Merz einen Vorsitzenden, der wieder Wahlen gewinnen kann. Neues Profil hat die Partei auch noch nicht gewonnen. Ganze 35% geben an, man wisse jetzt genau, wofür die CDU in der Bundespolitik stehe. Ja, vielleicht der Blick auf einige Berliner Persönlichkeiten zum Schluss, denn auch das spricht Bände, vor allem für die CDU, durchaus aber auch für die SPD. Das ist der Blick der Saarländerinnen und Saarländer auf Top-Politiker im Bundeskabinett. Die besten Werte aus saarländischer Sicht für die beiden grünen Minister Baerbock und Habeck. Olaf Scholz liegt ein knappes Stück dahinter, 53% zufrieden mit ihm. Merz gerade gesehen, 38, auch Christian Lindner, 37, erreicht als Vorsitzender einer kleinen Partei fast den Wert der CDU. Also für die Wahl im Saarland lässt sich für die CDU sagen, keine Zugkraft hier, keine Energie, aber eben auch keinerlei Rückenwind, nicht mal ein Rückenlüftchen aus Berlin zu spüren. Vielen Dank, Jörg Schönenborn. Sie ist bereits seit Jahren ein prominentes Gesicht in der Landespolitik im Saarland. Anke Rehlinger, seit 10 Jahren Ministerin unter CDU-Ministerpräsidenten und stellvertretende Regierungschefin. Nach dem Wahlsieg ist die SPD-Politikerin nun auf dem Sprung ins Amt an die Regierungsspitze. Sie wirbt für sich wie eine Amtsinhaberin. Ihr Lieblingssatz? Die Saarländerinnen und Saarländer, sie kennen mich. Und tatsächlich ist Anke Rehlinger viel länger im Regierungsgeschäft als Amtsinhaber Tobias Hans. Seit 10 Jahren Ministerin in der Großen Koalition, davon 5 als stellvertretende Ministerpräsidentin.
Bei der Wahl 2017 unterlag sie Annegret Kramp-Karrenbauer, auch weil sie eine rot-rot-grüne Koalition nicht ausgeschlossen hatte. Das ist heute anders. Jenseits einer Eine Koalition mit der Linkspartei kann ich mir nicht vorstellen. Als die im Saarland beliebte AKK 2018 das Amt überraschend an Tobias Hans abgibt, wittert Rehlinger ihre Chance. Es gab vielleicht auch strategische Feldnachteile. Dann machen wir sie jetzt einfach mal zu den Vorteilen und blicken auf das Jahr 2022 und geben dann Gas. In der Pandemie tritt sie als Krisenmanagerin für die Wirtschaft auf den Plan. Im Rampenlicht steht eher Hans, allerdings auch, als die Zufriedenheit mit dem Corona-Management nachlässt. Im Wahlkampf setzt Rehlinger voll aufs Thema Arbeitsplätze. Wer in der nächsten Landesregierung kann am ehesten dafür sorgen, dass mein Arbeitsplatz erhalten bleibt, dass neue geschaffen werden? Natürlich sie selbst ist Rehlinger überzeugt. Mit dem Krieg in der Ukraine steigen die Preise. Hans findet sein Thema. Rehlinger muss mit Blick auf die Bundesregierung vorsichtiger agieren. Die CDU ist die große Verliererin der Landtagswahl im Saarland. Ministerpräsident Hans war als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt gekommen. Bei seiner ersten Wahl musste er nun eine herbe Niederlage einstecken. Mit Glück ist er ins Amt gekommen. Tobias Hans wird Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer, als die 2018 als Generalsekretärin nach Berlin geht. Er ist persönlich einfach auch so gestrickt, dass er das Amt machen kann. Doch kaum jemand kennt den 40-Jährigen. Er geht auf Zuhörtour im Land und setzt auf Social Media. Hi, ich bin Tobias Hans und jetzt starte ich auch TikTok. Dann kommt Corona und Hans ist als Regierungschef voll gefragt. Ich will an dieser Stelle wirklich nicht nochmal stehen und Regelungen erlassen, die noch härter sind als die jetzigen. Seine Beliebtheitswerte steigen, erstmal. Doch mit andauernder Pandemie gerät Hans zunehmend in die Kritik. Ein Schlingerkurs wird ihm vorgeworfen, etwa beim Thema Impfpflicht. Im Wahlkampf verfangen die Themen der CDU nicht, es passieren Fehler. Plötzlich liegt die Konkurrentin in Umfragen weit vorne. Das ist die wirklich guten Werte, die Anke Rehlinger jetzt bekommt in dieser Umfrage, ein Stück weit natürlich auch ein Kompliment sind für eine gute Arbeit der gesamten Regierung. Die Wahl scheint gelaufen, doch dann kommt der Ukraine-Krieg und dessen Folgen mischen die Karten wieder neu. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Hans erntet Populismusvorwürfe, doch sein Thema hat er endlich gefunden. Eines, das wirklich jeden betrifft. Es war die erste Wahl unter dem neuen CDU-Vorsitzenden Merz und es war gleich eine deutliche Niederlage. Die CDU bemühte sich gestern Abend, das Wahlergebnis im Saarland rein landespolitisch zu bewerten. Keine leichte Aufgabe für CDU-Generalsekretär Chaya. Erst seit knapp 2 Monaten ist der neue CDU-Generalsekretär im Amt und schon muss er eine krachende Niederlage kommentieren im Saarland. Als noch recht frisch gewählter Generalsekretär muss ich sagen, ist das natürlich für uns überzeugte Christdemokraten ein bitterer Abend, ein schmerzhaftes Ergebnis. Für uns gilt, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Wir wissen, dass das kein guter Abend für die Christdemokratie ist. Der Absturz habe klar landespolitische Gründe, sagt die Bundes-CDU. Der Politikwissenschaftler sieht das anders. Das ist ein Rückschlag für Friedrich Merz, keine Frage. Denn im Mindesten ist ihm nicht gelungen, ein positives Momentum zu erzeugen. Sodass selbst wenn es ihm jetzt gelingt, zu sagen, die Verantwortung für dieses Ergebnis liegt im Saarland, dann bleibt eben doch die Frage, wo ist die Euphorie, wo ist der Neuanfang für die CDU, für die Bundes-CDU? Friedrich Merz war schon früh auf Distanz zur Wahl gegangen, hat die Wahlkämpfer im Saarland, wo er Mitte der 80er Jahre sogar lebte, nicht unterstützt. Die Niederlage trifft nun eine Partei, die ohnehin mit sich ringt. Die CDU ist mit sich nicht im Reinen. Die Spannungen in der CDU, die sind natürlich weiterhin da. Und ein solches Wahlergebnis wie heute befeuert natürlich auch genau das. Was ist der richtige Weg für die Union? Eher konservativer, eher ein Kurs der Mitte? Das bleibt offen, eine offene Frage. Im Mai stehen die nächsten Landtagswahlen an. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Der Druck auf die CDU steigt.